Es geht los. Der ehemalige Sprint-Superstar Usain Bolt startet sein Fußballabenteuer in Australien. Ich gebe immer mein Bestes, und ich werde der Welt zeigen, was ich drauf habe, erklärt der 31-jährige Jamaikaner, als ihn am Samstag nach seiner Landung auf dem Flughafen Sydney zahlreiche Journalisten und Fans empfangen. Bolt, das hier ist echt, trägt einen Fanschal der Central Coast Mariners um den Hals und wird auf unbestimmte Zeit am Training des Erstligisten in Down Under teilnehmen. Bolt, der die Weltrekorde über 100 Meter 9,58 Sekunden, 200 Meter 19,19 Sekunden und mit Jamaikas 4x100 Meter Staffel 36,84 Sekunden hält, will seine Karriere als Fußballprofi ernsthaft voranzutreiben. Ich bin den Mariners dankbar, dass sie mir diese Chance geben und freue mich, Australien nun mein Zuhause nennen zu dürfen. Usain Bolt bekommt bei den Mariners keine Sonderrechte für den Club aus Gosford, 75 Kilometer nördlich von Sydney, beginnt die Saison in der League Ende Oktober. Der Mariners Clubchef hatte bereits verkündet, dass Bolt keinerlei Sonderrechte genießen wird. Er möchte das auch so. Es geht um seinen Weg im Fußball. Er ist aus den richtigen Gründen hier, meint Sean Mielekamp. Allerdings werden die Einheiten wegen der erwarteten Fanmassen an einen größeren Trainingsplatz verlegt, zudem werden mehr Sicherheitskräfte geordert. Trainingseinheiten bei Borussia Dortmund und in Norwegen. Der achtmalige Olympiasieger Bolt hatte im März mit einem PR-wirksamen Training beim Bundesligisten Borussia Dortmund für Aufsehen gesorgt und im Juni eine Woche mit dem norwegischen Erstligisten Strømsgodt ZIF geübt. Ein längeres Engagement, wie es nun in New South Wales geplant ist, hat Bolt aber noch nicht vorzuweisen. Im vergangenen Jahr hatte Bolt seine Leichtathletikkarriere beendet. Textquelle: Urheberrecht Laola 1.at. Als Star Samuel Eto'o heuert in Katar an zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment unterstrich Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.